Herzlich willkommen zu der Alta Hansestadt Lübeck. Als Tourist können Sie fast alles in Lübeck erleben. Hier unter Drama, Action, märchenhafte Erzählungen und fantastisches Essen. Die Stadt Lübeck liegt im Bundesland Schleswig-Holstein. Lübeck ist eine von mehreren Hansestädte. Hansestädte waren 300 bis 1600 der Mittelpunkt des mittelalterlichen Handels zu Schiff und sie waren alle freie Städte. Zwischen die Städte sollte man nichts sonst sagen, welche war sehr praktisch für den Verkehr. Wenn Sie erst nach Lübeck kommen, begegnet der Holstentor Sie. Groß, alt und schief, von unebenem Grund, steht das Stadttor, das Lübeck nach Westen begrenzt. Es hat zwei große, spitze Türme und ist von normalen roten Siegels und schwarzen Zeuersiegels circa im Jahr 1200 gebaut. Hier haben Menschen von Generationen zu Generation gehandelt und durch die Zeit hat es immer Lübecks Mittelpunkt gewesen. Jetzt führen wir Sie nach der fantastischen Marienkirche. Die Kirche wurde von 1250 bis 1350 erbaut. Die Kirche ist von jeher ein Symbol für Macht und Wohlstand der alten Hansestadt und befindet sich auf dem höchsten Punkt der Lübecker Altstadtinsel. Die Kirche ist mit der Altstadt Lübecks Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Der Stil der Kirche ist gotisch und war Vorbild für viele gotische Ziegelsteinkirchen in der Mittelwelt. Eine lustige Geschichte von der Kirche ist die Geschichte des Teufels. Als die Lübecker dabei waren, die Marienkirche zu bauen, kam der Teufel des Wegs und fragte, was sie da bauten. Ein großes Wirtshaus, logen sie. Um ihnen nichts zu verärgern. Ein Wirtshaus, ein Ort von Laster und Trunk, das gefiel dem Teufel und er half mit, sodass der Bau schnell voranging. Erst als die Kirche fast fertig war, merkte der Teufel, dass die Lübecker ihn reingelegt hatten. Wütend nahm er einen riesigen Stein, um den Bau wieder zu zerstören. Da sagten sie ihm, sie wollten gleich nebenan wirklich ein großes Wirtshaus bauen, den Ratskeller. Der Teufel ließ den Stein fallen, so dass er nicht dicht neben der Kirche zu liegen kam. Dort liegt er noch heute. Jetzt bringen wir sie nach dem Rückgrat der Fußgängerzone der Lübeck, breite Straße. Die Straße besteht seit Jahr 1200 und war immer Mittelpunkt der Stadtplanung und des Lebens in der Stadt. Hier können Sie allerdings kaufen, darunter lokalen Spezialitäten als Niederräger Massimilien. Der Laden ist auch ein Café und Sie können schöne Kuchen und heiße Kaffee schmecken. Weiter finden Sie alle Typen des Niederräger Massimilien. Was soll ich tun, was soll ich machen? Bin vor Kummer schon erkrankt, hab mir schon ein paar Mal überlegt. Vielleicht knackst du eine Bank, doch das ist leider sehr gefährlich. Bestimmt werd ich gefasst und außerdem bin ich doch ehrlich und will nicht in den Knast. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto. Freuen sich auf Lübeck zu besuchen. Sie sind immer willkommen.